Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringe ich dich an Bord. Und ich grüße euch herzlich hier aus der Karibik von Bord der Mein Schiff 1. Ich bin ja gerade auf Langzeit-Karibik-Tour, 35 Tage von Deutschland in die Karibik und wieder zurück. Und neben der großen Reportage, die ich mache für diese gesamte Reise, möchte ich euch hier in diesem Video zwei Inseln genauer vorstellen. Und zwar die Insel Tortola, die wir heute hier erreicht haben, und die Insel St. Maarten, wo wir dann morgen sein werden. Es sind wirklich traumhafte Ziele hier in der Karibik. Und heute geht es dann schon auf einen tollen Ausflug mit dem Landrover. Ich bin sehr gespannt. Das Programm hört sich gut an. 3,5 Stunden für 65 Euro. Wir werden die Insel abseits der Haupttouristenwege erkunden und ein bisschen Offroad unterwegs sein und noch einen Halt an einem Naturstrand machen. Also freut euch auf diese Eindrücke hier von dem heutigen Tag und ich bin auch sehr gespannt. Viel Spaß! Nach etwa einer Stunde Fahrt mit dem Land Rover und dem ersten Fotostopp sind wir jetzt angekommen hier am Long Bay Beach. Das ist direkt ein Strand hier in der des Flughafens gelegen. Hier hat man wirklich eine riesige Bucht, also Long Bay, so wie der Name es verspricht. Das hat man hier tatsächlich auch. Es ist eine Mischung aus Naturstrand, aber auch Bereich, wo Liegen angeboten werden. Man kann für 10 Dollar eine Liege mieten mit Schirm. Also die Möglichkeit gibt es. Alternativ kann man eben hier auch die Schattenplätze unter den Pflanzen nutzen und ein bisschen auf dem Handtuch liegen. Und was mich hier besonders begeistert, ist dieser feine Sandstrand. Wir haben hier wirklich einen schönen, ja, weiß ist übertrieben, aber einen schönen hellgelben Sandstrand, wo man wirklich baden gehen kann. Das Wasser ist türkis, also eigentlich genauso, wie man es sich in der Karibik vorstellt. Schönes Meeresrauschen, keine zu hohen Wellen, angenehme Temperaturen, sowohl an Land als auch im Wasser. Also hier kann man wirklich einen schönen Strandtag genießen. Und das ist jetzt erstmal der Fotostopp etwa, was heißt Fotostopp, Badestopp. Etwa eine Stunde und 15 Minuten hier, um das Ganze dann auch entspannt zu genießen. Ja, zurück nach etwa 3,5 Stunden hier an der Mein Schiff 1 nach einem durchaus ganz schönen Ausflug mit dem Land Rover über Tortola. Ich muss sagen, die Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt. Zum einen war der Naturstrand, der angeboten wurde, ohne Liegen, ohne Sonnenschirme, wo ich mir richtig so einen richtig typischen karibischen Naturstrand ohne Tourismus vorgestellt hatte. So ein bisschen Tourismus war dann da doch mit Liegen und Sonnenschirmen, aber wenn man rechts oder links sich aufgehalten hat, da ging es dann durchaus auch. Ja, und ein paar Fotostops waren auch dabei. Es stand hier zahlreiche Fotostops in der Beschreibung. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich gebucht hatte. Es waren jetzt 3 Fotostops. Ja, die waren aber soweit ganz schön. Also wie gesagt, die Insel hat wirklich viel zu bieten. Und jetzt freue ich mich morgen auf St. Maarten. Heute Morgen begrüße ich euch von dem Berg hier auf St. Maarten. Ich bin mit dem Auszug bereits gegen 8 Uhr gestartet und jetzt hier oben angekommen, mit dem Sessellift hochgefahren auf etwa 330 Meter Höhe. So zeigt es mir zumindest das iPhone an. In der Auszugsbeschreibung steht etwas von 800 Metern Höhe. Also das ist es definitiv nicht, aber dennoch ein sehr schöner Aussichtspunkt hier oben. 360 Grad Ausblick von hier. Hier hat man einen tollen Blick in die gesamten Buchten der Insel und natürlich auch zu dem berühmten Flughafen, wo auch der Maho Beach Track dran gelegen ist. Also kaum einer kennt es nicht, dieses Motiv mit den Flugzeugen, die niedrig einfliegen über den Strand hier in der Karibik. Direkt oder nicht direkt, unweit davon entfernt ist dann auch der Mullet Bay. Der soll auch sehr schön sein, wurde mir schon empfohlen. Der ist dann eher ein bisschen so der typische Traumstrand. Der andere ist dann eher der Strand für Flugzeugträger.
begeisterte. Ja, heute also mein anderes Programm als typisches Traumstrand-Karibik-Feeling hier, sondern tatsächlich mal ein bisschen Sightseeing und Ausblick genießen, bevor es dann heute Nachmittag noch mit dem Katamaran losgeht. Zurück vom Ausflug gibt es jetzt eine kleine Mittagspause hier an Bord der Mein Schiff 1. Etwa 4 Stunden war ich ja unterwegs mit dem Ausflug mit dem Sessellift auf St. Martin. Ich muss sagen, es war ein schöner Ausflug. Ich hatte auch einen älteren Herrn getroffen, der auch äußerst zufrieden war. Es hat mich sehr gefreut, auch das Feedback mal zu hören, wie andere Gäste den Ausflug wahrnehmen. Natürlich darf man da jetzt kein Adrenalin erwarten. Es ist einfach eine sehr gemütliche Sesselliftfahrt, diese Bahn fährt relativ langsam und gemütlich. Also aber umso besser kann man den Ausblick genießen. Also ich persönlich fand es einfach sehr angenehm. Ich habe es sehr genossen und fand die Ausblicke auch sehr schön. Und wie gesagt, wer Adrenalin haben will, der kann ja dann auch das Ganze mit der Zipline machen. Und natürlich, das ist auch ganz klar gesagt, es ist eben alles ein bisschen günstiger, wenn man das individuell macht. Ja, heute Nachmittag dann gleich in 2 Stunden geht es weiter mit dem Katamaran auf Ausflug. Da freue ich mich dann auch sehr in die Abendsonne. Ich hoffe, dass der Himmel trocken bleibt und dass es dann noch ein paar schöne Motive werden. Das war gestern Abend noch ein schöner Abschluss des Tages mit der Katamaranfahrt in der Abendsonne. Es wurde Musik gespielt an Bord. Es war eine sehr freundliche Besatzung auf dem Katamaran, die dann auch sehr großzügig war mit den Getränken. Also es gab ein All-Inclusive-Konzept an Bord, wo man dann wirklich alles mit dabei hatte. Rumpunsch ist natürlich sehr typisch für die Karibik. Es gab auch Champagner, es gab Bier, es gab natürlich auch alkoholfreies. Also da sollte für jeden was dabei gewesen sein. Was leider ausgeblieben ist, ist der Sonnenuntergang. Aber gut, da kann niemand was für. Es war einfach eine große Wolke genau vor der Sonne. Dennoch aber ein schön leuchtender Himmel gewesen. Und anschließend fuhren wir dann unter dem Sternhimmel und unter dem Mond zurück zur Mein Schiff 1, die dann auch schön im Dunkeln geleuchtet hat. Ja, das waren also die beiden ersten Inseln, Tortola und St. Martin in diesem Vlog. Und wir befinden uns gerade auf See mit der Mein Schiff 1 und steuern zu unserem nächsten Ziel in der Dominikanischen Republik, wo wir morgen ankommen werden. Erst werden wir Isla Catalina ansteuern, haben dort einen Privatstrand, wo wirklich viel von Bord gemacht wird für die Gäste. Es wird ein Barbecue geben und vieles weitere. Und dann werden wir noch La Romana in der Dominikanischen Republik ansteuern. Das zeige ich euch dann gerne im nächsten Vlog. Von der gesamten großen Reise hier von den 35 Tagen gibt es auch einen XXL-Vlog. Schaut da also auch gerne rein. Da gibt es ganz viele Impressionen von dieser Kreuzfahrt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne unter meinschiffberater.com vorbei, wenn ihr Interesse an einer Kreuzfahrt habt. Und darüber könnt ihr nämlich gerne buchen. Vielen Dank dafür. Und abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.